Jo, schwere modulare Rahmen brauchen auch ein bisschen Rohstoffe und ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet und deswegen geht's los in 3, 2, 1 und ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir stehen hier an unserer schweren modularen Rahmenfabrik, die immer noch nicht fertig ist. Und ich sorge hier gerade für ein bisschen Zufluss. Ich habe hier schon mal so ein Verteilergebäude hochgezogen, das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Ne, diese Stahlausbauten, wo dann die Fließbänder runtergeführt werden. Hier oben habe ich einmal abgezweigt, ne, weil hier sowieso kaum was langläuft. Und hier kaum abgenommen wird. Von daher ist das alles soweit okay. Ich weiß gar nicht, warum hier nicht abgenommen wird. Wo laufen die eigentlich hin? Scheißegal. Und hier kommt immer fleißig noch ein bisschen was nach. Die liefern erstmal hier rein. Das geht dann nach hier unten. Tü-tü-tü-tü. Ich spring mal einfach mit runter. Und die Förderbänder laufen dann einfach nach hier hinten und gehen in die Fabrik rein. Ja, wir hatten hier vorne die Service-Schächte und hier muss tatsächlich noch ein zweiter hin, logischerweise, denn wir brauchen ja nun mal 4 Fließbänder voll. Wir rutschen hier mal einmal durch. Ja, 4 Fließbänder voll, genau. Allerdings nur für das Untergeschoss. Ne, wir brauchen nachher noch ein bisschen mehr für die ganze Stahlproduktion und sowas, die wir auch noch hochziehen müssen. Aber wir machen jetzt hier erstmal weiter mit meinen. Und da haben wir hier den ersten. Und hier soll dann der zweite hin. Ja. Dann können wir hier noch alles schick auskleiden. Ne, wie gesagt, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. So dass das hier so weit wie möglich schon passt. So, wir sparen ein bisschen am Beton. Echt. Das finde ich so ätzend, dass man hier nicht langlaufen kann. Weil da irgendein Teil underground. Scheiße. Weg damit, noch lang führt. Lassen wir das Gehölz hier? Ich glaube, das lassen wir einfach hier. Ja, und dann führt das nämlich einfach bis hier. Und das bis da. Dann haben wir hier einen Weg runter. Und wie machen das hier denn? Quatsch, Fundamente brauchen wir. Das habe ich mir tatsächlich noch überhaupt nicht überlegt. Können wir auch nicht so machen. Und dann. Es beißt sich wie. Man kommt hier hoch, alles cool. Damit kann ich leben. Aber ich hatte selbst ein bisschen verwirrt, hat man gemerkt, ne? So, dann müssen die Pferdeelemente hier noch irgendwie vorbei und zusammen. Wie mache ich denn das am dümmsten? Ich glaube, ich nehme die tatsächlich nochmal weg. Und baue die dann. So, ja, perfekt. Das Spiel weiß gleich, was ich will. So rum auf, wird hier ein Fusionator gleich zusammenführen. Logistik, Förderbandfusionator. Der das dann alles hier dran vorbeischmirgelt. Ich glaube, das Gebäude muss ich nochmal einen rübersetzen, dann können wir nämlich genau hier lang gehen. Ist doch eigentlich eine feine Sache, oder? Oder gehen wir hier raus? Wir könnten auch da rausgehen, wäre auch cool. Wäre, glaube ich, sogar cooler. Ja, wenn wir da sowieso so ein steiles Ding haben, dann können wir auch da lang gehen. Das dürfte nicht passen. Wir kommen ja auch nirgends mittig auf eine Dings rauf. Na gut, denken wir seitlich auf die. Das passt, ist gerade, es passt. Dann nehmen wir nämlich einfach das hier weg. Und führen das dann alles nachher hier lang. Das läuft aufs Gleiche hinaus. Dann bauen wir uns hier nämlich nochmal so einen Eingang. Zack. Der kommt ja hin, der geht dann auch sauber so hier hin, wie er das soll. Halt, falsche Fundamente. Da kommen Glasfundamente drauf, wo ich wieder sehe, wie der Stahlträger läuft. Ach komm. Das können wir nachher wegreißen. Wieder falsch rum. Ich hasse das. Warum ist das so? Oder warum habe ich das System nicht gewählt? Das kann man natürlich auch fragen.
Und dann gehen wir da hinten, wollte ich reingehen. Bis hier und sogar noch ein weiter. Um hier dann zu drehen. Alter! Scheiß. So, jetzt passt. Dann gehen wir bis hier und hier drunter läuft der ganze Spaß dann zusammen. Passt das? Ich hoffe, das passt. Kommen wir da noch hier rein? Wo müssen wir denn rein? Bin ich gerade berufen? Das habe ich, weil ich jetzt umgeplant habe. Wir hatten vorher da den Eingang, dann müsste das da theoretisch... einer zu früh. Hier weg und dann sind wir hier. Perfekt. Ja, das heißt, hier kann der nochmal rauf. Und dann ziehen wir hier unten einfach ein paar Fundamente lang. Ja, wir machen mal so. Zack, zack. Ja, ungefähr eine Fundamentstärke. Das reicht jetzt für den Weg, den wir machen wollen. So. Und dann haben wir hier gleich auch noch einen Zustrom. Nee, mein Freund. Das setzen wir gleich da. Und sogar Platz im Inventar. Ich bin manchmal über mich selbst erstaunt. So, dann haben wir da. Eigentlich kommt hier, hier kommt bestimmt noch mal irgendwann mehr. Wir setzen mal einen drüben. Man weiß ja nie. Halt die Fresse, du scheiß Kettensäge. Oh, mir fällt gerade auf. Ich muss mein Mikro wieder ein bisschen lauter stellen. Zack. So, jetzt hört ihr mich wahrscheinlich auch wieder besser. Weil ich wieder in einem anderen Mikromodus bin und das bisher alles ein bisschen ätzend klang. So. Dann machen wir hier einmal dicht. Bauen uns hier jetzt noch. Damit wir hier auch weiterhin immer schön langlaufen können. Nehmen die hier nämlich auch nochmal weg. Warum ist hier so dick? Ach ja, weil ich da falsch gebaut habe. Und dann machen wir nochmal einmal so. Damit wir hier in diesem Schacht auch ein bisschen Platz haben. Ich will jetzt ein bisschen großzügiger bauen. Und dann nehmen wir nämlich die Dinger hier. Zack. Und die haben tatsächlich oder schaffen genug Platz, dass man hier auch so halbwegs langlaufen kann. Aber dass es da jetzt oben ging, das missfällt mir. Haben wir da ein Tiefe? Ja. Sehr gut. Dann können wir nämlich so machen. Setzen einmal den hier drauf. Zack. Und dann nochmal so einen. Und dann können wir jetzt hier nämlich sauber langziehen. Das Ganze verschwindet so ein bisschen im Boden. So. Hier mal so ein Eckchen rein. So eins brauchen wir. Zack. Dann wieder die hier. Und dann können wir hier nachher gemütlich langlaufen. Das ist doch wunderbar. So, bis hier reicht. Da kommt dann nochmal sowas hin. So, das können wir erstmal noch offen lassen, damit wir hier ein bisschen arbeiten können. So. Das heißt, wir können zu den Bändern kommen. Das können wir hier natürlich nicht raus. Super. Super, Markus. Mitgedacht, hat was gebracht. Da das hier sowieso wegkommt, kann ich hier einmal aufreißen. So, Knüppel raus. Und wir kommen hier echt nicht dran. Was, wie viele Eisenstangen? Ehrlich jetzt? Ich war vorher noch unterwegs, habe geguckt, ob ich von allem genug habe und was ist, Pustekuchen ist. Hier machen wir erstmal wieder dicht. Na gut, dann holen wir halt noch einmal Eisenstein. Ist ja alles zum Glück nicht weit weg. Trotzdem nervig. Kostet uns alles Zeit. Und das Ding dauert hier langsam echt lange genug. Ich habe die Fresse voll von den Gebäuden. Ne? Klar, es macht Spaß und man konnte auch viel rumexperimentieren. Aber mittlerweile ist auch mal gut. So, wie so viel im Inventarplatz. Das ist ja auch interessant. Was brauchen wir denn nachher noch? Wir gucken gleich nochmal. Ich dachte, ich hätte geguckt, aber nö.
So, den brauchen wir nachher, die brauchen wir nachher, können wir alles gut bauen. Und Gießereien brauchen wir nachher. Da nehmen wir nur noch ein paar mit. Da machen wir mal einmal. So. Und. Ja, passt so. So, Gießereien. Und aus der Gießerei brauchen wir noch einen Manufaktor. Wir nehmen noch ein paar Kabel mit zur Sicherheit. Davon werden wir offensichtlich ein paar mehr brauchen. Zack, zack. Und dann sind wir, glaube ich, erstmal glücklich. Erstmal. Ist auch ein Propper vom Gebäude, ey. Meine Fresse. Dafür, dass da nur eine Sache hergestellt wird, ist das ganz schön bombastisch. So, jetzt sind wir aber hier. Und jetzt können wir hier auch lang bauen. Passt das? Sehr schön. Das ist mal wieder eine dieser ätzenden Schlenkies, aber das ist jetzt erstmal noch scheißegal. So, das da hinten können wir eigentlich nehmen für diesen Eingang in den Servicebereich. Das ist ja von der Sache her erstmal gar nicht verkehrt. Dann gehen wir rum und feuerfrei. Na los, komm, bitte bis nach ganz hinten. Ah, es fehlt echt ein kleines Stück. Ätzend. Dann hier, wie immer, vier Platten. Und gehen dann bis hier erstmal. Ohne dass es schief ist nach Möglichkeit. Das ist schon wieder ätzend. Na ja, gut. Dann machen wir das. Kommen wir da ran. Sehr schön. Ist das gerade? Ist die nächste größere Frage. Ja, müsste hinkommen. Sehr schön. Dann muss das Ganze jetzt noch hier rangeknüppelt werden. Wir haben natürlich das vordere zuerst. Okay, wir gucken mal, wie weit wir nach hier können. Sehr schön. Das ist ja die Wucht. Wie, das passt jetzt nicht? Ach komm. Wir müssen echt weiter rüber. Wie asig ist das denn? Okay, dann gibt das halt. Die Tiefe vor, ist ja auch wurscht. So, dann müssen wir uns hier irgendwann was überlegen. Obwohl, nee, das muss auch nach oben geführt werden. Das kann dann einfach hier lang gehen. Das ist dann auch Lachs. So, einmal gegengesprungen. Und dann haben wir hier theoretisch schon alles da, ne? Die bräuchten ja nur noch Strömung. Wo kriegen sie die her? Frage, nächste Frage. Ich glaube, ich brauche tatsächlich mal wieder Poles. Ich mag die Dinge ja nicht sonderlich, aber irgendwo muss der Strom herkommen, ne? Wir könnten hier noch so einen durchsetzen. Der ist eine Platte Abstand und knapp drüber. Wir könnten den Strom auch da unten lang legen, ist auch geil. Ich glaube, das werde ich mal machen. Jetzt bin ich schon wieder. Ja, da. So, dann muss hier einmal eine Wand weg, damit ich da rankomme. Zack. Ach, ist die Wand wieder falsch rum. Manchmal nervt's. So, und jetzt baue ich hier trotzdem einmal einen Pole hin. Zack. Das ist mir alles dann zu nah tatsächlich. Ich probiere mal was aus. Mal so. Und. Na komm. So. Und gucken, ob mir das gefällt. Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Das lassen wir mal schön bleiben. Dann setzen wir lieber hier noch einen Strommasten hin. Dann geht das auf jeden Fall schon mal nicht dahin. So, denn so ein doppelter Wandmast hier. Der kommt da rein. Und dann können wir hier unterirdisch Strom ziehen. Wie
cool ist das denn? Ja. Na nü. Na komm. Die Tür so lange nochmal weg. Und dann setzen wir hier unten so einen Pol hin. Und läuft da zwar einmal ein Stromkabel lang, also mehr Lachs. So, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich cheate da einfach mal ein bisschen. Komm mal weg. Und dann setzen wir das einfach hier unten lang. Stumpf ist Trumpf, mein Mann. Dann kommt der einfach nach unten. Der kommt wieder weg. So. Und dann wird er dann Schuh raus. Und dann gehen wir da hinten nämlich hoch. So. Zack. Und zack. Und dann kann das da wieder hin. Sehr schön, das hat funktioniert. Dann so, die Tür wieder vor. Ist auch echt ficke eng hier. Meine Fresse, ich hätte den Eingang da hinten setzen sollen. Naja, auch die falsche Tür erwischt. So. Und dann gehen wir nämlich aber hier rüber. Was ziehen den Strom hier lang. Was jetzt? Geht. Von hier nach hier, von hier nach hier nach. Ach, diese Ecken sind doch immer scheiße, ne? Nach hier. Nach da. Dann sollte ich doch einfach von hier hinten Strom holen können, ich dem. Aber gut. Ist wie es ist. Ne, weil ich habe hier ja schon Strom bei den anderen Minern. Aber naja, haben wir einmal gleich versteckt, ist ja auch was Feines. Der sitzt falsch. Der muss nämlich dahin. Jetzt passt's. So, 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 so. Das dürfte gehen, oder? Ja, das passt. Sehr schön. Der hat Strom. Das heißt, wir können jetzt hier rüber und sind dann auch schon fast da. Na, cheaten wir nochmal wieder ein bisschen rum. Tütüdü, wie machen wir das? Erstmal hier drunter durch und dann ziehen wir hier einfach Wände lang und dann passt das schon. Wobei eine nachher mehr weg muss, weil hier noch die Zufuhr von den nächsten kommt. Meine Herren. So, so, so. Und dann sind wir doch da. Dann haben wir schön einmal hier unten Strom lang gelegt. So, wir gucken nochmal hoch. Da ist es. Dann muss das hier drunter. Können wir hier nicht drunter bauen oder was? Was für ein Scheiß. Die Wand. Bis nach da. Jetzt sehe ich den Pool gerade nicht. Da ist er. Ganz hinten in der Ecke. Na, da komme ich nicht hin. Dann nehmen wir hier noch rein. Führen das hier hin. Dann erstmal hier hin. So. Und ja, wie kommen wir denn da jetzt hin? Am besten hier mit so einem Doppelten, ne? So. Ach komm. Immer ja, wieder Schweineeng hier unten. So. So geht. Muss ich hier nicht immer unrealistischerweise ständig durch irgendwelche Stromkabel rennen. So, und dann können wir nämlich wieder hier rüber und dann legen wir das komplett hier lang. Zack. Zack.
und hier hinten wieder so einen doppelten. Zack. Und von da nach da. Eigentlich ist der doppelte totaler Quatsch. So. Ey, ach scheiße. Weg damit. Das war so definitiv nicht gedacht. So, und da müsste hier Spannung drauf liegen. Da müssen wir hier mal wieder irgendwie rauskommen. Scheißegal, machen wir es so. Dann sind wir hier und dann kam von hier nach da. Und von hier nach da. Und damit laufen die. Ja, herrlich. So. Ist auch wieder richtig drauf. Das heißt, ab jetzt kommt hier Metall, wenn auch noch zu wenig. Ich habe festgestellt, ich brauche definitiv mehr Batterien. Nehmen wir mal 3 raus. 35. Ne, wir müssen definitiv mehr drauf. Ey. 5. Und sieht auf jeden Fall schon mal ganz fast. Und der muss auch auf 135. Der muss die 270 vom Band über kurz oder lang ausnutzen. Denn das ist die Menge, die wir da drin jetzt aktuell brauchen. So, das läuft hier lang, hier lang, hier lang. Ist das hier schief? Ne. Alles gerade gut. Das heißt, wir kommen dann hier schon mal bis hier. Und können hier dann erstmal weiter bauen. Scheiße. Jetzt wird wieder Eisen. Ich hasse es, wenn ich Eisen. So. Jetzt läuft es falsch rum, richtig? Ja, natürlich. Manchmal bin ich ein Idiot. Und so, jetzt läuft es gerade. Und jetzt müssen wir hier nochmal rein. Damit wir hier den Lift noch hinsetzen können. So. Und so. Dann ziehen wir hier wieder die Wand rein. Und dann hätten wir das auch angeschlossen. Zack. Dicht. Und die nächste Reihe läuft. Super! Und wir haben hier gleich ein schönes Stromverteilnetz. Das ist doch auch herrlich. Jetzt brauchen wir gar nicht weiter langlaufen. Wir brauchen definitiv Schnecken. Also wenn ihr Schnecken seht, brüllt. Ne? Beziehungsweise haut es in die Kommentare. Ich bin ja meisterlich darin, sowas nicht zu sehen. Außer meine Reservatsschnecke. Die möchte ich behalten, bitte. Ne? Da weiß ich, dass sie da ist, aber... Die soll man nicht weg. Wenn ihr nicht wisst, welche ich meine. Ich meine die in diesem Giftgashaus da hinten. Liegt hier nicht noch irgendwo eine rum? Ich bräuchte noch so 10 Stück. Nur. Naja. Wir gucken hier mal so ein bisschen rum. Was liegt da denn? Liegt da Eisen? I don't know. Ich weiß es ja auch nicht. So, wenn wir dann schon mal dabei sind, irgendwelche Miner hier irgendwo hochzuziehen. Hier habe ich auch schon einen fertig gemacht, der schon mal das Ganze hier nach unten führt. Und dann ab in die Halle. Für die Stahlbetonproduktion, die wir jetzt gleich da oben hochziehen. Da habe ich mir bei Doomsday ein bisschen was abgeguckt. Der war bei mir auf der Map und hat mir nochmal ein paar schwere Eisenplatten, eine schwere Eisenplattenfabrik gebaut. Die aber designtechnisch noch nicht so ganz fertig ist wahrscheinlich. Wo er noch ein bisschen was machen will. Und deswegen zeige ich die jetzt einfach noch nicht. Ja, wenn dann soll er es auch so zeigen, wie er es gerne hätte. Ich glaube, er war einfach ein bisschen nervös, als er hier war. Und da hat er Folgendes gemacht. Er arbeitet ganz gerne mit so einem doppelten Boden hier und führt hier drunter die Bänder lang. Die Leute, die in der Facebook-Gruppe sind, werden auch ein paar Bilder davon gesehen haben schon. Und ich werde das zumindest für den letzten Bereich hier auch mal übernehmen. Ja, ich werde das mal versuchen. Ich werde da wahrscheinlich grandios dran scheitern, aber das ist ja egal. Wieso liegt hier sowas rum? Ich komme da tatsächlich an. Ist ja Wahnsinn. So, dann haben wir hier nämlich den Beton, den wir dann schon mal reinlassen können. Und hier haben wir die Schräubchen. Die
Rüdel, Rüdel. Fundamente. Nee, Wände brauchen wir. Zwei Einlässe für die Schrauben. Das ist falsch rum. Ach, da muss ich dann wieder hoch. Ey, das ist so nervig zum Teil. Weil ich da jetzt erst ein Dings ranbauen muss, damit das passt. Und was ein Scheiß. So. Hier soll's hin. Ach, ist sogar einmal doppelt. Dann kommt hier nochmal so eine Wand hin. Zack. Und dann führen wir das hier ran. Zack. Und jetzt passt das auch hier. Einmal runter. Und zweimal runter. Du gehst nach da und das ist eine saure. Oh, sehr schön, das ist ja geil. Das passt ja wunderbar. So. Da brauchen wir dann drei Auslässe tatsächlich. Weil hier Kohle, Eisen und Kalkstein kommt. Logo. Deswegen müssen wir jetzt gleich wieder hoch. Oder kriegen wir das auf die andere Seite gesetzt? Ja, super gut. Schauen wir es da auf. Ja, geilo. So. Und dann können wir das nämlich hier so setzen. Wieso passt das nicht sauber? Ach so, deswegen. Das ist ja gar nicht schlimm. Oh doch, ist schlimm. Mann, haben wir da unten wenig Platz. Hui! Wie löse ich das denn? Ich glaube, da muss ich den Schacht da ein bisschen aufmachen. Damit das da auch komplett hinkommt. Da müssen wir nochmal daneben eine ganze Line machen. Weil irgendwo muss ja ganze Kohle und... Naja, egal. Kümmern wir uns drum. Ist wieder mal ein Fall für Zukunftsmarkus. Der kann sich darum kümmern, wenn es soweit ist. So. Jetzt sind wir aber erstmal hier oben. Jetzt muss ich meinen Tab nochmal öffnen. Zeig mal her hier. Schwerer modularer Rahmen. Aber falschen Seite. Naja. So. Wir brauchen viermal Stahlrohre. Und achtmal Stahlträger. Wieso brauchen wir Stahlrohre? Wir gehen nochmal hoch. Brauche ich die etwa... Ja, da brauchen wir. Da brauchen wir sie. Okay, das ist ja nicht das Problem. Das heißt, wir haben zweimal Stahlbarren. So, hier kommen die. Die laufen dann da unten lang. Das heißt, hier hinten können die Maschinchen hin. Wir lassen mal... Oh, so viel Luft müssen wir gar nicht lassen. Das kann nachher hier lang laufen und dann machen wir die hier hin. Fangen wir mal mit den Gießereien an. Für die Stahlrohre brauchen wir zweimal. So, jetzt muss ich mich jetzt mal dran gewöhnen und gucken, dass es auch klappt, was ich hier vorhabe. Das ist genau ein runter, sehr schön. So und so. Und dann sollte hier jetzt relativ perfekt Nein, das ist doch. Nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Wir machen mal erstmal so. Und dann sagt er schon, nicht genug Freiraum. So, weil das hier ist mir ja nichts, ne? Das heißt, die muss ein Stückchen weiter nach hinten. Ich vermute mal einfach, dass sie so hinkommt. So, einmal zurechtdrehen. Wieso? Boden zu steil. Echt jetzt? Das ist dir zu viel.
geil, das geht. Na, wie scheiße ist das denn? Ich nehme das mal nochmal weg. Geht das mit denen nicht? Das wäre ja äußerst tragisch. Obwohl, wir können einfach so machen, hier wieder einen hinsetzen. Und dann die Gießerei bauen. Sind wir jetzt eine weiter hinten? Ich denke schon, oder? Ah, Frickel, Frickel. Oder war es so? Wir versuchen es einfach mal so. So, dann hier nach unten. Wir nehmen das mal da ab. Wir müssen nicht dahinter bleiben. Und dann mit denen hier wieder sauber. Total gut. Und hier einmal ein bisschen abgelegt. Sehr schön. Ne, da müssen wir nicht dicht machen. Da kann man, glaube ich, auch nicht runterfahren. Doch, kann man. Das gefällt mir schon wieder nicht so, ne? Wie hochgesprungen? Ah, das war ja wohl mal gar nichts. Wie schlecht war das denn? Ich kann ja eigentlich echt gut im Kreis springen, ne? Aber das war gerade absoluter Müll. Wie muck wie das, wie muck wie das, wie muck wie das. So, dass es so schicki wie möglich ist. Ich kann hier leider auch keinen Gehweg mehr langziehen. Dafür ist es zu eng. Und ich kann hier auch so nichts rumziehen. Das Ding ist einfach zu breit. Das heißt, bei dem bringt mir das gar nichts. Was wir aber machen könnten eventuell, ist... na komm. Ja, dann mach ich so. Wenn es dir dann besser geht. So. Und... komm weg. Und so. Das Ding wieder weg. Und das Ding wieder weg. Und dann hätten wir das gleiche Ergebnis. Mehr oder minder. Aber wirklich gefallen möchte mir das nicht so richtig, ne? Wenn ich den hier hinsetze, will mir das denn besser gefallen? Überlaufen kann ich locker, oder? Jo. Und dann einfach die hier drauf spaxeln. Na komm. Wieso willst du jetzt da keinen hinsetzen? Bist du doof oder was? Spiel noch nicht fertig. So, und dann kommt hier nämlich eh der nächste hin. Ja, ich glaube, das könnte mir noch gefallen. Moment. Das probieren wir nochmal aus. So, die beiden hier weg. Die werden ersetzt durch solche Teile. So und so. Dann nochmal eine Gießerei da wieder ran. So wie sich das gehört. Die ich jetzt nicht bauen kann, weil da wieder zu eng. Nö, doch. Passt. Zack. Nee, passt nicht. Das heißt, ich muss hier nochmal wieder die drunter sehen. Oh, das ist doch wieder Gefrickel. Bis zum Getno, ey. So, hier die Gießerei hin, die ich jetzt... ja, natürlich. Aber nicht so wild. Nicht so wild, wir kriegen das schon hin. So, nochmal. Die war bis hier. Platte wieder weg. Ne, jetzt haben wir sie eine zu weit vorne. So. Gießerei. Wir machen mal was hier, wie das aussieht. Das passt genauso, sehr schön. Mit nach da. So, und dann können wir auch wieder Organisation, können wir die hier wieder hinsetzen. Ehrlich? Nee, können wir nicht. Aber wir können hier immer noch runterfallen wahrscheinlich.
Kreis. Das heißt, die wieder weg. Da wieder eine Platte hin. Wattengefrickel, meine Fresse. Gefällt mir nicht. Aber muss man wahrscheinlich nur 5-mal gemacht haben und dann geht's. So, so. Und so, und so, und so. Warum hat das vorhin gepasst und passt jetzt nicht mehr? Das ging ja vorhin einwandfrei. Falsch rum. So, Organisation. Ich könnte sie noch einmal nach hinten setzen, aber das ist ja auch Tinnef. Was habe ich denn diesmal jetzt anders gemacht? Wer erklärt mir das? Ätzender Shit. Hm. Komm mal weg hier. So. Was wir halt in jedem Fall machen können, ist einfach die Gießerei ein Stückchen weiter weg. Dass die halt so steht. Dann einfach mit dem Förderband arbeiten. Das tut's halt auch. Das müssten. Wir könnten jetzt halt einfach. Jetzt passt das hier nämlich wieder hin. Zack. Und hier auch. Experimente, Experimente. Herrlich. So. Dann hätten wir das hier komplett unterirdisch. Wie viel brauchen wir davon? Dafür 2. Dafür 8. Also 10 insgesamt. Mal schauen, wie wir die hier hingeknolzt kriegen. Jetzt nehmen wir auf die gleiche Höhe. Aber richtig rum, bitte. So. Das wären 2. 3. Und 4. Dann können wir hier nochmal 2 setzen. Und da ein Abstand. Und hier auch so. Dann hier 2. Hier gegenüber. Ich muss ein bisschen drauf achten. Ich muss vorne ja auch noch wieder abführen, ne? Da brauchen wir auch ein bisschen Luft. Aber das könnte trotzdem passen. Oder sollte trotzdem passen. So. So. Und so. Und dann nutze ich den Raum. Nee, ist schon gut so. Vorhin kriege ich nach hier hinten ein bisschen hin. Ich nach hier hinten ein bisschen Platz kriegen, das wäre auch gut. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, ihr macht bitte alternative Eisenbahn, auch interessant. Stahlbarren. 45, 90, 135, 135, 170, 180, 360 brauchen wir. Nachher. Das ist eine Menge. Das ist ja, nochmal 2 Lanes. Oh Mann ey, das wird ja voller und voller in dem Gebäude. Ich habe auch die beschissensten Ideen. Irgendwie wird das schlimmer und schlimmer mit dem Ganzen. So. Das steht dann erstmal. Und hier machen wir das dann ähnlich nachher. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und führe ich das ab? In die Mitte, glaube ich, ne? Ja.
Dann wäre das hier. Und hier könnte ich problemlos Geländer lang. Quatsch, aber nicht so. Das wäre mal totaler Bullshit. Wenn dann. Ja. So. Und so. Hier so. Und da kann ich jetzt garantiert nicht bauen. Ja. Das heißt, da kriege ich wieder nicht dicht. Was ich aber machen könnte, ich könnte das hier in die Mitte ziehen. Na. Ach komm schon. Ich will die Platte hier weg haben. Was ist denn jetzt dein Problem? Mann ey. Dann sitzt die auch noch falsch. Ich krieg Kind ey. So. Du kommst nochmal weg. Du kommst da wieder hin. Und dann wäre das nämlich hier. Hier würden wir dann bis hier gehen. Und dann käme der nach da. Obwohl, nee, das ist ja auch Quatsch. Wir müssten hier dann zur Mitte rüber. Dann nach hier. Und dann kann man das nämlich sauber mit denen hier machen. Wenn das denn mittig wäre. Ist aber nicht mittig. Wieso passt denn das bei mir nicht? Was ist hier los? Warum ist das so? Das will nicht so, wie ich das will. Sehr, sehr unschön. Zack. So. Quatsch. So. Ein so. Ein so. Und da können wir einfach so machen. Dann könnten wir theoretisch hier noch weiter rüber gehen. Dann so. Und wenn ich hier noch einen rankriege, wäre das ganz cool. Aber optisch möchte mir das nicht so richtig zusagen, tatsächlich. Und hier geht schon nicht mehr. Und dann wäre hier der. Gefällt mir das? Fragezeichen. Ich gucke mir das mal bei ein paar weiteren an. Vielleicht kommt mir das ja doch noch irgendwie gelegen. So, der bis nach hier. Ich muss es, glaube ich, im Ganzen sehen. Ja, und kann das dann erst richtig beurteilen. Dann haben wir hier so ein. Da so ein und hier auch nochmal hinter. Diese Dinge kann man zum Teil auch echt scheiße bauen, ne? Muss ich hier einfach mal sagen. Da und da. Und hier dann die hier. Ja, es hat irgendwie was für sich und irgendwie auch nicht. Kann ich die hier komplett langziehen? Ja, könnte ich. Das hingegen ist schon wieder ganz cool. So. Dann hätten wir das hier nämlich so drunter. Das geht schon wieder klar. So. Und so. Und so. Dann gibt das ja schon wieder eine ganz neue Optik. Und hier können wir es eigentlich auch drüber machen. Dann sieht das nicht so abgehackt aus. Na komm.
Boah, die Dinger bauen sich aber ultimativ beschissen, ey. Nein, scheiß Gefrickel. Und da machen wir das auch noch hin. Und dann haben wir die sauber abgegrenzt. Ja, ich glaube, das finde ich okay. Das mache ich. Und zwar flächendeckend hier hinten. Ist zwar gerade ein bisschen Experimentalbau und ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder so bauen werde. Aber erstmal finde ich es cool. Ja, und da das ja hier so die letzte Etage wird, darf das auch stilmäßig mal ein bisschen anders sein. Jetzt komm dahin. So, geht doch. Boah, ein Scheiß gefrickelt. Tut euch das nicht an, Leute. Die Idee mit diesem nach unten abführen ist absolut genial. Aber in Sachen Umsetzung ist das echt so eine Sache. So, dann, was ich diese Dinge einfach so beschissen legen lassen. Also wenn Platten drunter sind. Wenn die Platten nicht da wären, wird es wahrscheinlich gehen. Ich glaube, ich mache mir das Leben gerade selbst so ein bisschen schwer. Aber okay, so bin ich halt, ne? Mein Frust ist euer Erlebnis. Wird schon werden. Ach nee, das ist denn... Ach, manchmal, ne? So, jetzt... Ach, komm. Kannst mich mal. So. 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 Und gut ist. Dann kommen die hier wieder. So. Und so. Und jetzt hauen wir die Platte. Da haben wir das gefunden. So sieht es nämlich aus. So. Nach hinten weg. Da muss eine mit Reling ran. Das geht schon nicht mehr. Okay. Da ist eine mit Reling. So, 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 so. Was siehst du hier hinten, ob ich das sogar durchgezogen habe? Das ist ja ein Ding. Habe ich selber nicht mitgerechnet. Gut, das liegt wieder. Nur noch ganz viele ausstehend. Super. So. So. Dahin ab. Oh, hier wird es interessant. Quatsch, die muss da bleiben. Muss ich vielleicht doch noch ein bisschen breiter werden. Wohl. Eigentlich ziemlich cool. Eigentlich ziemlich cool. Gefällt mir. Das nach hinten weg. Damit wir hier gar nicht in Schwulitäten kommen. So. Und weiter bis nach hinten. Da. Ja, so geht's dann. Nee, da ist richtig. Dann den. So. 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 Da geht nicht mehr. Okay. Dann kommen die hier wieder. Und. So, da haben wir gleich beide. Und dann mal einen Abstand. Das wäre dann hier. Genau, laufen die beiden zusammen. Was ist denn jetzt? Boden zu steil? Soll ich rollen? Du führst nach da weg. Zack. Die hier wieder weg. Und die hier weg. Und dann... Nee. Da muss er. So, so, so. So, und da geht schon nicht weiter. Diese Dinger machen mich kill. Das ist tatsächlich das erste und letzte Mal. Da geht nicht.
durch bis da. Hier das gleiche bis hier. Dann kommen die da. Und zwar so. Und dann falle ich runter. Super gut. Weil natürlich hier auch weiter gebaut werden soll. Na klar. Jetzt habe ich da unten wieder eine. 30 später weg. Ich glaube, hier reicht mir tatsächlich. Und dann machen wir die wieder. Ich muss dahinter noch ewig weit. Und mir da selbst den Platz wegnehmen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. So. Quatsch, die bleibt stehen. Die kommt weg. Ich kann die weg müssen eigentlich schon mal wegmachen. Dann habe ich nämlich erstmal überall. Daran. Warum hat er sich jetzt so weggedreht? Ey, es gibt keinen Grund. Warum? Weil das Spiel denkt, ey, ich will das Förderband zu mir führen, oder was? Was ist denn das für eine neue Mode jetzt? Auch noch schief. Besser und besser hier. Was hat denn... Na, was ein Bullshit. Alter. Einmal selbst ein Ei gelegt hier. Mit dem. Hey, ich mach das jetzt schick. So. So, und dann brauchen wir wieder die. Zack. Nee, hier muss dann der hin. Und dahin der. Und dann kommt wieder ein Flacher. Hier müssen allerdings noch die lang. Ich meine, das sieht ja tatsächlich ziemlich cool aus, ne? Muss man ja neidlos anerkennen. Ne? Also der Doomsday hat das von einem Kibitz. Ne? Der dürfte einigen auch bekannt sein. Und grundsätzlich bin ich da auch ganz bei ihm. Das ist eine coole Idee. Aber wahrscheinlich auch eher für die Konstruktoren gedacht, als für das, was ich hier mache. Da passt es nämlich ziemlich genau. Aber ich bin ja manchmal ein bisschen dumm und unbelehrbar und will Sachen weiterspinnen. Bin ja auch manchmal selbst schuld. Selbst schuld, wenn nichts läuft und man ewig braucht. Wie lange bin ich jetzt eigentlich schon bei? 52 Minuten, na super. Ich hab gedacht, ich schaffe ein bisschen mehr heute. Aber Pustekuchen, jetzt bau das da doch an. Somit... Mit richtig snappen hat er es heute nicht, ne? So. Und hier bitte auch. Ach komm, leck mich. Was ist eigentlich... Moment, ich reiß das mal einmal weg. Wenn ich es so mache... Das würde tatsächlich auch gehen, das ist ja geil. Das ist ja ganz cool. Dann könnte man da drunter wahrscheinlich sogar die hier setzen, oder? Ja, oh, da ist ein Doppelgeländer. Ne, da geht mit ziemlicher Sicherheit nicht. Gut. Ach komm. Nee. Ich glaube, das finde ich hier ganz cool. Das werde ich so machen. Bei meinem Glück falle ich da immer runter. Aber okay. Ne, man hätte das Ganze auch relativ weiträumig absperren können. Das wäre auch gegangen, aber... Na okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ne, kompliziert bin ich der Meister drin. So, hier wäre jetzt ein Scheiß weg. Bevor ich mich hier wieder dumm und dusselig... frickel. So, so, dann einmal den dahinter, zack, zurechtgedreht. Gefällt mir wirklich. So und so und dann bauen wir wirklich damit. So, so, so und wieder Platten drunter. So, da wird natürlich keine Platte, kommt natürlich keine Platte hin. Und so. Die hier.
dann die da und der Weg. Das geht natürlich bis hier. Und dann haben wir einmal so eine Plattenschicht rum. Das ist ja auch nicht verkehrt. Irgendwie ist das strange, oder? Aber gut, ist halt so. Aber das sieht jetzt halt so aus, als wäre das nicht eine Höhe. Obwohl das identisch gebaut ist, aber gut, da ist der Eingang dann halt anders, ne? Das ist das große Problem, okay. Kann ich dann aber mit leben tatsächlich. Ja, ist alles versetzt. Ich glaube, ich ziehe das hier noch rüber. Damit das einheitlich ist. Aber auch nur bis hier. So, 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 so und dann passt's. Und dann ist natürlich die Platte falsch. So, und dann sitzt das. Okay, wir haben hier unten dann transparent, das ist in Ordnung. Und fehlen die hier jetzt noch irgendwo? Ja. Na komm. Die sitzt auch falsch rum. Warum macht man das so, dass man das von unten nicht sieht? Da kriege ich eine Macke, ganz ernsthaft. So. Nun ist okay. Jetzt müssen wir nur hier hinten fix fertig machen. So, so, so. Bis hier reicht eigentlich. Hier gehen wir so lang. Und auch wenn es keinen Sinn macht, aber wir sitzen hier nicht mehr hin. Ich muss mal gucken, wie das mit dem aussieht. Boah, da habe ich glatt mal eine Idee. Moment. Wände. Quasi ausgucken. Mit Geländer. Boah, ich glaube, das finde ich gut. Das machen wir. Dann haben wir hier wieder die drei normalen Wände. Sauber. Total cool. Das will ich so haben. 1, 2, 3 Platten und dann bis hier. So, dann geht das. Wie viel haben wir da? Ah, gut. Fast um die ganze Breite, ne? Das sind 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 mit viel Wohlwollen, ne? Wenn wir hier noch voll machen würden. Mach ich aber nicht. Gut, dann kommen hier nur 5. So, dann nehmen wir die einmal weg und bauen das hier auch so fertig. Zip. Dann ist das tatsächlich ganz schick hier. Dann machen wir mit dem Eckstück. Wo haben wir es? Da. Jetzt haben wir keine Eisenstangen mehr. Dip, dip. Einmal dumm gelaufen. So, aber meine Fresse. Ich brauche allein für die hier dann nochmal 4 Förderbänder voll. Naja, nicht ganz voll, aber schon viel. 45 mal 10 waren das, ne? 2, 4, 8, 10. 450. 450, also 225 pro Seite. Oh, hauer, 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 hauer. Das ist ganz schön fett. Das heißt, 2 Förderbänder Kohle, 2 Förderbänder Eisen. Also über 4 tatsächlich. Das heißt, das hier habe ich umsonst gemacht und das muss nochmal weg und durch einen Dreier ersetzt werden. Können wir hier 2 Eisen hochführen und 2 Kohle. Brauche ich dann noch mehr? Dann brauche ich noch ein bisschen Eisenstangen, also habe ich das Problem, da habe ich genug Ü.
Und Beton brauche ich hier oben auch noch. Das heißt, hier drin, den könnt ihr nochmal einen einzelnen tatsächlich nehmen. Für den Beton. Beton. Hier liegt er schon an, ist aber Blödsinn. Kann ich eigentlich gleich mal wegreißen. Wenn wir hier eh schon bei sind. Und da liegt jetzt auch noch Beton drin, das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn. So, dann nehmen wir hier die Schrauben auch gleich weg. Und das kann auch also mal weg. Jo. So, dann machen wir hier nochmal so ein Dreier daneben. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir das auch gleich fertig machen. Und du musst auch weg. Das werden auch jeweils Dreier. So. 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 So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Also, das ist zweimal Eisen, zweimal Kohle, einmal Kalkstein. Reicht einmal Kalkstein? Wie viel brauchen wir da? Sechsmal Beton. Beton braucht wie viel? Lass mich mal durch hier. Brut. Beton. Auch 45. Das heißt, mal 6 sind 90, 135, 270. Das ist genau ein Band. Nehmen wir in etwas. Das ist genau ein Band. Damit kommen wir also aus. So. Eisen, Kohle, Schrauben, Beton. Mehr brauche ich nicht. Den Rest haben wir da. Jo, wobei Schrauben lasse ich glaube ich direkt hier weglaufen. Das reißen wir mal weg. Na. Zwei Eisen, zwei Kohle, ein Kalkstein. Dann brauchen wir nämlich doch keine drei. Das stehen lassen können, aber die hier will ich anders abführen. Die machen wir nach da weg. Nanu, warum passt denn das nicht? Warum snappt das nicht? Das ist ja strange. Okay. Das mal einfach so hin. Dann ziehen wir das mal gleich hier raus. Man weiß ja nie, bevor wir beim nächsten Mal irgendwie Probleme hier haben. So. Gut, die Schrauben stehen. Das heißt, das nochmal weg. Das auch weg. Und einen doppelten dahin. So. Und so. So und so. Und dann kann das schon mal alles wieder. Und dann geht uns sowieso langsam der Stahl aus. Und dann passt das schon. Eisen, Eisen, Kohle, Kohle, Kalk. Und hier müssen wir das alles irgendwie aufteilen. Nee. Den Ablauf habe ich noch gar nicht gebaut, ne? Das ist alles nur Zustrom. Nee. Zustrom, Zustrom, Zustrom. Was habe ich denn hier gemacht? Die stehen alle falsch rum. Oh, Markus, ey. Wie kannst du denn so dumm sein? Wie kannst du denn so dumm sein? Die stehen auch falsch rum.
Ne, dann stehen die alle richtig rum. Na ja, gut. Okay, dann ist das der Ablauf. Der Zustrom ist dann hier hinten. Okay, gut. Ich war nur halb so dumm, wie ich dachte. Das einmal weg und... Quatsch. Die dafür ran. In welche Richtung habe ich die gemacht? Nach da. Das kann ja auch interessant werden. So, und dann sind wir nämlich an dem Punkt, dass wir so machen. Und... Ach komm, leck mich doch am Arsch, ey. So, Organisation, diese blöden Dinger. So und so. Und Gehweg. Hier bleibt so, so. So und so und so und so und so. Wo steht? Ich stehe gerade auf dieser blöden Rampe. Feuer. Los. So und so. Die müssen natürlich auch weg. Ja. Da und da. Und Gehwege. So, so. Gut. 5. Mit Auslass nach da. So. Echt jetzt? Kein Stahl mehr da. Das ist ja mal bombastisch ärgerlich. Passt aber tatsächlich zur Zeit. Wir sind 5 Minuten drüber. Und ja, meine Güte. Das wird interessant. Das sieht erstmal grundsätzlich gar nicht kacke aus. Ob es gut aussieht, weiß ich noch nicht. Bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, da muss ich mir nachher mal eine erhöhte Position suchen. Und das mal angucken. Warum habe ich das hier gemacht? Warum nicht? Warum nicht, ist die Frage. Okay, wir machen das anders. Wir gucken jetzt nochmal. Hoch. Hoch. Ja, es ist von der Sache her okay. Ne, dann gehen wir nämlich nachher da hinten rüber. Und bauen da den Stahlbeton. Und die verbleibenden Eisenstangen, die wir noch brauchen. Das sind noch 5. Das ist ja nicht die Welt. Ja, die Schmelzen habe ich schon fertig, die ich dafür brauche. Ja. Meine Fresse. Meine Fresse. Oh, Schnauze voll hier, ey. So, wie man. Wir können auch schon mal gucken. Der muss dann. Ich habe gar keine Rotoren da, ist ja auch geil. Nee, die brauche ich ja gar nicht. Ich brauche dann erstmal noch Konstruktoren. Und zwar ziemlich genau 2 für die Stahlbarren. Ne, 4-mal für Stahlrohre. Und 8-mal für Stahlträger. So, da passt das denn ja wieder, ne? Da müssen wir Platz lassen. Mal kicken. So und so. Ist das mittig? Das ist mittig. Ja. So, also was, wie viel waren das? 4 und 8. 1, 2, 3, 4, dann lassen wir ein bisschen Platz für die Optik, damit wir es auch vor allem, dass wir es für uns getrennt kriegen. Dann 1,
2. Also stehen? Nee, ne? Doch. Nach vorne ein bisschen überstehen. Okay. Aber dann kriegen wir es nicht mittig hin. Das heißt, wenn wir jetzt hier 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6 meine ich. Okay. Hier dann 7 und 8. So, sollte hinkommen. Ist das richtig? Ja, 8 mal für Stahlträger. Super gut. Stahlrohre, Stahlträger. Dann haben wir das hier fertig. Und wenn wir wollten und wenn Platz da wäre, was allerdings nicht ist, könnten wir hier noch Manufaktoren irgendwo hinsetzen. Zum Beispiel hier, aber ich werde den, glaube ich, trotzdem nochmal eine Etage draufsetzen. Ne, und baue hier, genau, Kalkstein kann ich hier noch machen. Das ist eine Idee. Davon brauchen wir 6 mal. Nochmal 6. So, der kam wo raus? Der kommt da hinten auch raus. Den können wir dann noch einmal umlenken nach hier. Den Kalkstein-Quatsch. Die Schrauben führen wir dann da hinten in den Servicegang rüber. Und 6 Stück. Na, das wird auch nochmal interessant. Ob wir das hier hingequetscht kriegen. 1, 2, 3. Hier lassen wir den Gang frei. 4. Und dann hier auch nochmal 3. Komm, passe ich drauf. 1, 2, 3. Richtig gut. Das gefällt mir. So, du machst hier glücklichen Beton. Zack. Oh, da bin ich gespannt, ob ich das alles irgendwie sauber hinkriege hier. Ich muss das nur einmal schon mal alles fertig machen. So, dann haben wir hier... Jetzt ist meine Maus leer. Wisst ihr was? Das ist ein Zeichen. Wir sind auch massiv drüber mit 12 Minuten. Von daher danke ich euch wie immer fürs Zugucken. Strebt mich gerade wie ein Mann. Boah. Bin gespannt, wie das hier am Ende wird. Die Etage ist interessant tatsächlich. Die hat irgendwie System und irgendwie auch nicht. Und irgendwie auch Platz und irgendwie auch nicht. Und ganz, ganz seltsam. Ne, ich muss nochmal gucken, ob wir das so lassen. Ansonsten danke ich euch fürs Zugucken. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ne, gerade Likes und Kommentare, also können auch ein Dislike sein, ist mir eigentlich relativ bums, aber Interaktion halt. Ne, bräuchte ich ganz dringend. Das erhöht meine Reichweite ein bisschen. Dann schauen mehr Leute zu. Ich habe mehr Spaß, weil ich kann mich mit mehreren Leuten unterhalten. Und der ganze andere Schelefanz, ihr kennt das, ihr habt das bei allen anderen schon mal gehört und ich erzähle euch da eigentlich auch nichts Neues, aber man muss manchmal einfach dran erinnert werden. Ja, von daher, mir reicht. Ich hab Sachen im Hals. Wie dem auch sei. Kein langes Gequatsche. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.